Die Hochschulstadt Wildau im Landkreis Dahme-Spreewald. Sie hat eigentlich alles, was man sich wünscht. Eine attraktive Lage direkt am Wasser, viel Natur und historische Gebäude. In den letzten Jahren hat sich die Stadt stark weiterentwickelt. Wildau hat Potenzial, aber auch Probleme. Das Bürgerbündnis Wildau will jetzt diese Herausforderung anpacken. Am 9. Juni treten sie zur Kommunalwahl an. Es kommt jetzt darauf an, dass man nicht nur beliebig wächst, sondern dass man qualitativ wächst. Wachstum ist keine Zielgröße an sich, sondern es geht darum, den Ort so weiterzuentwickeln, dass er auch in den nächsten Jahren nicht nur für die, die jetzt hier leben, sondern auch für die, die künftig hier leben, attraktiv und lebenswert ist. Aber welche Potenziale schlummern in Wildau? Welche Probleme gibt es? Und wie können sie gelöst werden? Das Bürgerbündnis Wildau hat dazu konkrete Vorschläge. Man hat die Eigentumsvoraussetzung, dass man im Ort, in ganz Wildau, eine durchgängige Uferpromenade herrichten kann. Es gibt verschiedene Zielorte, wie das Wassersporthaus, wie den Stichkanal, wo man eine Brücke rüberbauen könnte, dass sich Flanieren hier eignet. Des Weiteren hat die VIVO in der Vergangenheit wesentliche Schlüsselgrundstücke erworben. Da ist zum Beispiel das Hinterland der Schwarzkopfsiedlung dabei in Größenordnung. Da ist das Grundstück Meyerbeck dabei. Da ist das Dahme-Nordufer dabei. Da sind Grundstücke rund um das Wildorado in der Grünen Schanze dabei. Das heißt, es gibt ideale Voraussetzungen, um die Ortsentwicklung voranzubringen. Ideale Voraussetzungen gäbe es also zum Bauen. Ziel sei es, Wohnbestände zu sanieren und die Stadt fertig zu bauen. Doch mit diesem Anliegen stoße das Bürgerbündnis auf Widerstand. Ich bin der Meinung, hier gibt es kein vernünftiges Konzept. Ein Konzept bedeutet, dass man mindestens 10, 15 Jahre nach vorne guckt. Als vor fünf Jahren die neue Regierung, also die Stadtregierung sozusagen, an die Macht kam, da wurden erstmal sämtliche Projekte gestoppt. Warum? Keine Ahnung. Auch das wird nicht beantwortet. Das Problem liegt darin, dass aus unserer Sicht die Probleme nicht an dem Thema entschieden werden. Was wäre jetzt das wirklich Sinnvollste zu tun? Da kann es ja verschiedene Herangehensweisen geben, aus Kostengesichtspunkten, aus überhaupt Sinnhaftigkeit, aus Umweltgesichtspunkten, aus Nachhaltigkeitsgesichtspunkten. Also es werden nicht diese Gesichtspunkte abgewogen, sondern es geht eben um vielfach parteipolitische Interessen. Und das hemmt auf der einen Seite und führt eben nicht zu den Entscheidungen, die sich hier die Bürgerinnen und Bürger von Wildau wünschen. Ich möchte, dass die Stadtverordneten, die ja gewählt werden von den Bürgern, dass sie aber auch den Bürgern gegenüber jegliche Fragen, was sie getan haben, warum sie es getan haben, dass sie das beantworten. Das ist, denke ich, ist das Wichtigste, was zur Demokratie gehört. Den Wildauerinnen und Wildauern fehle es zudem an Innenstadtqualität und einem Stadtzentrum. Und nicht nur das. Es fehlt an Innenstadtqualität, es fehlt an wohnungsnaher Versorgung, Einkaufsmöglichkeiten, es fehlt an städtischen Funktionen, es fehlt an Dienstleistungen im Ort. Deshalb ist es so wichtig, dass man jetzt mit den anderen Eigentümern, nämlich mit dem Eigentümer vom Rewe-Markt, als auch mit der Genossenschaft, die aus Wildau zusammenkommt. Da geht es um 20.000 Quadratmeter in sehr zentraler Lage. Dort ist der Wille da, dort ist auch die Bereitschaft da. Und hier hat man die Möglichkeit, auch sehr schnell vielleicht ein Zentrum zu entwickeln, was nicht nur die Nahversorgung verbessert, sondern auch Aufenthaltsqualität verbessert und einfach die Wohn- und Lebensqualität und das Erscheinungsbild von Wildau wieder nach vorne bringt. Das Bürgerbündnis fordert, dass nicht nur die Investoren, sondern die Stadt und ihre Bürgerinnen und Bürger von den Entwicklungen profitieren. Es fehle zudem an geeigneten Infrastrukturmaßnahmen für Zugezogene und an preiswertem Wohnraum. Heißt, wir brauchen den Wohnraum für die Kindergärtnerin, für die Lehrerin, für den Ingenieur, für den Wissenschaftler, gerade hier in Wildau, wo es ja heißt Hochschulstadt Wildau. Und da sehen wir eben täglich die Probleme, dass die Leute, die hier gerne arbeiten wollen, keinen Wohnraum finden. Die Konsequenz ist die, dass erstmal die Gewerbetreibenden nicht mehr in der Lage sind, passendes Personal zu finden. Und aus meiner Sicht geht einher, dass durch den Mangel an Wohnraum die Mieten wirklich ins Unermessliche steigen. Wir haben den Vorteil, dass wir in Wildau ein stadteigenes Wohnungsbauunternehmen haben und können natürlich auch diesem Wohnungsbauunternehmen die soziale Verantwortung übergeben, ich sag mal, günstigeren Wohnraum bereitzustellen bzw. diese Mietpreisspirale nach oben einfach zu unterbrechen. Neben dem Wohnangebot solle auch die Verkehrsinfrastruktur verbessert werden. Denn Wildau ist ein beliebter Durchfahrtsort für etwa 4.000 PendlerInnen pro Tag.
Zu uns kommen die Leute zum Einkaufen, gehen in das Ärztehaus, die gehen ins Wildorado. Aber das sind halt nicht immer unbedingt Wildauer. Und wir müssen halt schauen, dass wir hier nicht die Wildauer verlieren, sondern wir müssen die Wildauer weiterhin im Fokus behalten. Wenn man sich die Verkehrsstudie anschaut, die die umliegenden Städte und Kommunen gemeinsam in Auftrag gegeben haben, dann sieht man, dass egal, ob hier gebaut wird oder nicht, die Verkehrsströme zunehmen und dass der Autobahnverkehr aufgrund von Stausituationen in die Orte verlagert wird. Deshalb ist es so wichtig, wenn man auch Wirtschaft und Gewerbe hier unterstützen möchte, dass man dafür sorgt, dass der Verkehrsfluss besser wird, dass man neue nachhaltige Verkehrswege etabliert. Das ist eine Mammutaufgabe, aber letztendlich geht es um die Zukunftsfähigkeit dieses Ortes. Nachhaltigkeit stehe beim Bürgerbündnis Wildau ganz oben auf der Agenda. Sie wollen sich stark machen für den Klima- und Umweltschutz in ihrer Stadt. Verkehrsmäßig können wir an Radwegen arbeiten, die die Leute besser von A nach B bringen, mit weniger Auto, mit weniger Aufwand in der Hinsicht. Das befördert auch, dass die Leute einfach schneller und unkomplizierter von A nach B kommen. Wir entlasten diesen Durchgangsverkehr dadurch. Gleichzeitig ist es halt die CO2-armere Art und Weise, vorwärts zu kommen. Klimafreundliche Sanierung, wie zum Beispiel das Wildorado, wolle man sich einsetzen, den Sanierungsstau dort aufheben und fit für die Zukunft machen. Dass da Wärmepumpen und zentrale Blockheizkraftwerke geschaffen werden, die die Wärmeversorgung besser gestalten und nachhaltig und auch zukunftssicher und damit auch günstig für den Bürger. Vor allem bei kommunalen Einrichtungen wie das Ärztehaus müsse mehr investiert werden. In den letzten Jahren sei dort kaum etwas gemacht worden. Es sind halt kleine Praxen, die dort halt, ja, mehr oder weniger nicht mehr zeitgemäß sind. Und junge Ärzte, die fordern halt einfach ein modernes Arbeitsumfeld. Und wenn man Ärzte hier gewinnen will, die man anstellen möchte, dann muss man denen halt ein sehr, sehr schönes Arbeitsumfeld bieten. Und da könnte man sicherlich, gibt es da halt noch, wie sagt man so schön, Luft nach oben. Mehr Luft nach oben gäbe es auch aus wirtschaftlicher Sicht. Um Unternehmen nach Wildau zu ziehen, sollten bessere Rahmenbedingungen geschaffen werden. Gerade was die Fördermittel angeht, da sollte jemand vor Ort sein, der die doch komplizierte Materie auch genauer kennt und der die Firmen, die in dieser Beziehung weniger beschlagen sind oder auch Neugründungen berät und sie auf den richtigen Weg bringt. Der Austausch zwischen der Wirtschaft und den Institutionen in der Gemeinde laufe noch nicht reibungslos. Viele Bürgerinnen und Bürger fühlten sich oft nicht ausreichend informiert und nicht in wichtige Entscheidungen einbezogen. Wir glauben, das liegt vor allen Dingen auch an den Medien, die hier genutzt werden und beziehungsweise auch nicht genutzt werden von der Stadt Wildau. Wir glauben, dass die Digitalisierung gerade der Verwaltung, vor allen Dingen der Information für die Bürger zuträglich sein kann. Andererseits glauben wir auch, dass Digitalisierung hier ein sehr wertvolles Mittel für die Bürgerbeteiligung sein kann. Dafür braucht es natürlich auch eine funktionierende Webseite, die solche Möglichkeiten bietet. Die haben wir nicht. Wir glauben, dass es mit den heutigen Möglichkeiten relativ einfach möglich ist, dafür eine zeitgemäße Lösung zu sorgen. Als Mutter möchte ich natürlich die Stadt für meine Kinder so gut erhalten, wie sie jetzt da ist, beziehungsweise noch besser und fitter für die Zukunft machen, weil ich glaube, natürlich nicht nur meine Kinder, sondern alle Kinder sind unsere Zukunft und für die müssen wir das Beste rausholen und da sollte man natürlich bei unserer Stadt hier in Wildau anfangen. Wir haben wirklich so viel Potenzial und wenn wir vernünftig damit umgehen, gemeinsam mit den Bürgern, mit den anderen Abgeordneten und nicht immer nur gegeneinander, sondern miteinander fürs Ziel, also zielorientiert, wird Wildau wieder richtig schön. Die 17 Kandidatinnen und Kandidaten sind startklar für die Kommunalwahl. Ihr Ziel, mit den Einwohnern Hand in Hand eine lebendige, gut informierte Gemeinschaft schaffen. Ein Wildau mit hoher Lebensqualität, bürgernah, demokratisch und unabhängig.